Die integrierte Leitstelle in Göppingen. Hier landet jeder, der im Landkreis die Feuerwehr oder einen Rettungswagen braucht. Im Sommer 2007 wurde die zentrale Anlaufstation eingerichtet. Seitdem sind hier bereits über 150.000 Fälle bearbeitet worden. Beheimatet ist die Leitstelle in der Hauptfeuerwache in Göppingen. Der Hintergrund ist einfach der, dass der Bürger, der hilfesuchende Bürger, einen Ansprechpartner hat. Ne? Mit einer Notrufnummer, die 112, Hilfe erhält. Ne? Ob jetzt feuerwehrseitig, also dass irgendein Brand ist oder schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmte, oder ob es ein medizinischer Notfall ist. Zwei Mitarbeiter empfangen die Notrufe rund um die Uhr. Davon stammt je einer von der Feuerwehr und einer vom Roten Kreuz. Bei Notlagen, wie zum Beispiel einem großen Unwetter, kann die Zahl jederzeit erhöht werden. Alle 6 zur Verfügung stehenden Leitstände mussten bislang aber noch nie besetzt werden. Auch an Weihnachten und Silvester waren bisher nie mehr als 3 Disponenten im Einsatz. Nee, eigentlich nicht. Das schlägt sich bei uns nicht arg nieder, vielleicht in eurem Bereich. Das sind so, sagen wir, Personen, die alleinstehend sind, die dann Depressionen oder Suizidgedanken haben. Oder Suizide nehmen meistens über Weihnachtszeit zu. Die Anrufer werden entweder mit der Polizei verbunden oder es werden direkt die richtigen Fahrzeuge losgeschickt. Sowohl die Feuerwehrfahrzeuge im gesamten Kreis als auch die Rettungswagen der Hilfsdienste hören auf das Kommando der integrierten Leitstelle. Das sind insgesamt über 300 Einsatzwagen. Ob bei Bränden, Autounfällen oder sonstigen Problemen, die Leitstelle ist rund um die Uhr unter der 112 zu erreichen.